Guten Morgen. Eine Einmeldung. Wahrscheinlich ist es ja sowieso eine Fake News. Oh, ich habe was im Auge. Ich mache gleich weiter. So, bin wieder da. Ich habe den, hab ja wissen, was in die Wimpern ins Auge gekommen. Ja, ich habe hier im großen World Wide Web ein, zwei Artikel gefunden. Ja, geht es darum, dass 80% der angeblich an Covid Verstorbenen nun doch nicht an Covid verstorben sind. Das ist natürlich eine absolute Verschwörungstheorie, wir wissen das. Dennoch, es ist veröffentlicht worden und ich denke, warum nicht darüber diskutieren? Vielleicht habt ihr eine eigene Meinung, vielleicht bildet ihr euch eine Meinung. Also ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich zeige euch das hier, ich lese es euch auch vor und es wird auch ein kurzes Video, im Prinzip so eine kleine Eilmeldung und dann schauen wir weiter. Die Überschrift bei beiden Artikeln ist gleich. Corona bei 80% der Covid-Toten nicht Todesursache, meldet Berliner Forscher. Sterben die Menschen an oder mit Corona? Das ist eine der zentralen Fragestellungen unserer Zeit. Das unabhängige Forschungsinstitut IGES in Berlin hat jetzt die Antwort gefunden. Die Sterbestatistik ist extrem verzerrt, die Zahlen falsch. Es wird keine Massensterblichkeit mehr geben, sagt Institutschef Professor Dr. Bertram Häusler. So begründet er seine Entdeckung. Das Institut betreibt einen Pandemie-Monitor, um zu schauen, wann, an welchem Tag, Menschen an Corona sterben. Das wird verglichen mit dem Erkrankungsbeginn, Meldedatum. Dabei stellen sie fest, dass die Infektion beim Todesfall in 80% der Fälle schon 5 Wochen zurücklag. Damit kann man Corona als Todesursache quasi ausschließen. Diese Meldung erscheint in der aktuellen Situation fast surreal. Aber sie ist es nicht. Auch andere Medien berichten über diese sensible Enthüllung. Ursprung der Enthüllung war das Interview von Professor Häusler bei der Welt. Das ist der eine Skandal. Aber es gibt noch einen zweiten. Das RKI weiß davon und tut nichts dagegen. Warum hat das RKI die Daten nicht selbst entsprechend ausgewertet und diesen Zusammenhang entdeckt? Warum lässt das RKI zu, dass die Politik auf Basis solch verfälschter Daten Entscheidungen trifft? Wenn sich das bewahrheitet, dann ist es ein Skandal erster Güte, der zu extremen politischen Verwerfungen führen kann. Vielleicht sogar muss. Und das fängt ganz oben an. Wann tritt Angela Merkel zurück? Dieser Auszug stammt aus der Welt. Berechnungen vom Mediziner Bertram Häusler besagen, bei einem Großteil der vom RKI gemeldeten Corona-Toten sei offen, woran sie gestorben sind. Die Sterbestatistik wurde zunehmend verzerrt. Trotz steigender Infektionszahlen schließt der künftige massive Sterblichkeit aus. Ihr könnt das selbst nachlesen in dem Artikel, den ich unten verlinkt habe. Ich habe auch nochmal einen Link auf dieses Institut und auf das Profil des Herrn Häuslers angegeben. Also ich habe mir mal auch dieses Profil von diesem Professor angeschaut. Ist eigentlich nicht zu sagen, scheint doch irgendein Fachmann zu sein. Auch die Seite dieses Instituts kommt mir also nicht aufgesetzt oder als Fake vor, aber das muss jeder selbst beurteilen, ob die Nachrichten Fake ist. Ich weiß es nicht. Wenn es kein Fake ist, was muss man dann denken? Was muss man dann für eine Konsequenz ziehen? Man muss sich denken, man hat uns belogen. Man hat uns belogen, man hat uns Angst gemacht, damit man möglichst viele Leute impft. Die Frage ist, warum? Warum will man die Leute zum Impfen zwingen? Durch die Hintertür, offen geht es ja offensichtlich nicht, momentan noch nicht. In Australien schaut es ganz anders aus, viel schlimmer als bei uns. Klar, alle Länder haben ihre eigene Vorgehensweise. Aber die Frage stellt sich doch, wenn das stimmt, was hat man uns da vorgespielt? Warum hat man uns das vorgespielt? Das bedeutet immer nachdenken. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ich werde auch nicht mehr viele Videos zu dem Thema Pandemie machen. Ich erkläre euch aber in einem extra Video, warum.